Moin meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal Löffel Leicht. Ich bin Juli und heute gibt es hier einen richtig leckeren Kirschstreuselkuchen. Also wenn ihr Lust habt auf einen richtig fruchtigen Kuchen, dann bleibt einfach dran. Für die Füllung benötigt ihr an Zutaten Kirschen. Ich habe jetzt Kirschen aus dem Glas und habe diese direkt getrennt vom Saft. Alternativ könnt ihr natürlich auch frische oder tiefgefrorene Kirschen verwenden. Dann solltet ihr aber noch etwas Kirschsaft benutzen. Außerdem benötigt ihr etwas Vanillepaste und etwas Stärke. Natürlich benötigen wir hierzu auch noch Mürbeteig. Und für die Streusel benötigen wir noch Mehl, Zucker, Butter und etwas Salz. Verfeinern könnt ihr die Füllung sowie die Streusel natürlich noch mit etwas Zimt. Mein Mürbeteig-Rezept findet ihr auf meinem Kanal. Ich verlinke euch das Video aber unten in der Infobox, also einfach den kleinen Pfeil aufklicken. Jetzt kommen wir zur Zubereitung unseres Kuchens. Hierzu räumen wir jetzt als erstes unseren Teig aus. Wenn ihr Schwierigkeiten habt mit dem Ausrollen vom Mürbeteig, habe ich jetzt einen Tipp für euch. Hierzu könnt ihr einfach ein Stück Backpapier auf euren Mürbeteig legen, wenn ihr ihn natürlich vorher auf die bemehlte Arbeitsfläche gegeben habt. Dann klebt der Mürbeteig nämlich auch nicht so an eurem Nudelholz. Ihr solltet den Teig großzügig ausrollen, damit ihr den Teig am Rand von der Springform auch noch andrücken könnt. Damit ihr das überprüfen könnt, legt ihr einfach den Boden eurer Springform in die Mitte und schaut, dass an den Seiten genug Teig drüber steht. Ich habe jetzt ein Stück Backpapier in meine Springform gespannt und schneide grob den Rand ab. Jetzt nehmt ihr euren Mürbeteig vorsichtig hoch, er kann schnell reißen. Legt ihn ungefähr mittig auf eure Springform und dann drückt ihr alles am Boden und an den Rändern vorsichtig fest. Sollte der Teig am Rand Wellen schlagen, drückt ihr vorsichtig den Teig an, um alles einfach zu glätten. Den restlichen Mürbeteig könnt ihr natürlich auch super einfrieren oder ihr macht einfach noch ein paar Kekse daraus. Jetzt kümmern wir uns um die Füllung. Ihr habt natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit, erst eine Schicht Pudding auf den Boden zu geben. Hier würde ich euch aber empfehlen, wenn ihr den Pudding nach Packungsanleitung macht, nehmt nur 400 ml Milch und nicht 500, denn sonst könnte es sein, dass euch der Pudding einfach nicht fest genug wird. Wir machen aber heute die Variante ohne Pudding, also rein mit den leckeren Kirschen. Und die bereiten wir jetzt zu. Hierzu nehmt ihr euch jetzt einfach den Kirschsaft, gebt ihn in einen Topf, gebt dazu noch die Speisestärke und verrührt einmal alles. Erst danach stellt ihr euren Herd an. Das ist ganz wichtig, denn sollte der Saft schon warm werden und ihr gebt dann die Stärke dazu, dann bekommt ihr nämlich so richtige Klümpchen von der Stärke und das wollen wir natürlich nicht. Außerdem gebe ich jetzt noch etwas Vanillepaste hinzu, das ist aber optional. Ihr könnt natürlich auch alles mit Zimt verfeinern. Wenn alles jetzt aufgekocht ist und richtig schön dickflüssig ist, geben wir jetzt die Kirschen dazu. Ihr könnt jetzt auch schon den Herd wieder ausschalten, alles langsam miteinander verrühren. Und die Masse könnt ihr jetzt auf euren Boden geben. Damit der Ofen natürlich vorheizen kann, werden wir jetzt den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze oder Umluft auf ca. 170-180 Grad stellen. In der Zwischenzeit werden wir jetzt natürlich noch unsere Streusel vorbereiten, denn die dürfen natürlich nicht fehlen. Hierzu geben wir jetzt sämtliche Zutaten in unsere Schüssel und dann wird alles miteinander verknetet. Ich mag es, wenn die Streusel etwas weich knusprig sind. Wenn ihr sie aber so richtig kross mögt, dann nehmt einfach etwas mehr Mehl. Der Kuchen kommt nun in den Ofen. Wie gesagt, bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder wenn ihr Umluft verwendet, dann nehmt einfach 170 bis 180 Grad. Die Backdauer beträgt ungefähr 35 bis 40 Minuten. Danach sollte euer Kuchen leicht goldbraun sein und dann müsst ihr ihn noch richtig schön auskühlen lassen. Wenn er noch ein bisschen warm ist, schmeckt er natürlich sehr gut mit Vanilleeis oder ihr könnt ihn natürlich auch mit Sahne garnieren. Und schon ist euer leckerer Kirschstreuselkuchen fertig. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback oder über Fotos, wenn ihr was von mir nachmacht. Das könnt ihr mir natürlich auch jederzeit gerne über Instagram oder Facebook zukommen lassen. Jetzt wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zu meinem nächsten Video.